Eine Woche ist schon wieder rum und das nächste Video ist schon wieder am Start. Ja, ich habe schon gemäht, da nehme ich euch nicht mit. Ihr habt es im Intro gesehen, was steht heute an? Sand, Sand, Sand. Das heißt Top Dressing. Ja, es kommt eine richtige Ladung Sand mal wieder auf den Rasen. Und um Unebenheiten wegzukriegen und mal wieder Sand reinzubringen in den Boden, der nach und nach durch den Regen und durch die Regenwürmer reingearbeitet wird und auf jeden Fall auch durchs Wässern. Ja, ist richtig cool. Ich muss sagen, die Fläche ist richtig geil geworden. Ja, mega. Jetzt packen wir auf jeden Fall den Master Top Dresser aus. Der Sand ist am Start. Das heißt, das Schaufeln, Verteilen, Rakeln, ganz, ganz wichtig. Das steht heute an oberster Stelle und ihr seid natürlich wieder mit dabei. Ja, ganz wichtig, vor allem zu meiner Community. Also wieder gesagt, ein dickes Dankeschön. Von Woche zu Woche wächst dieser Kanal und ihr seid einfach der Grund deswegen. Ja, und ich möchte einfach mal wieder Dankeschön sagen und für dich ganz wichtig hier einfach mal gerne den Kanal abonnieren und Liebe da lassen. Ja, jetzt schnacken wir mal nicht so viel in diesem Video. Steht ja auch viel Arbeit an, also Rasenmähen, Sanden mit dem Master Top Dresser, der frisst den Sand gerne, rakeln, stehen lassen und morgen mit dem Besen arbeiten. Ja, und für dich, sei gespannt auf nächste Woche, mal gucken, wie viel Sand da noch übrig bleibt. Aber gerne dranbleiben und zugucken, wie ich den Sand einarbeite. Also viel Spaß! Also, ging rucki zucki 1,23 Kubikmeter Sand ist verteilt auf der ganzen Fläche. Ihr seht es, richtig gigantisch. Und was passiert, wenn man zu wenig Sand bestellt hat? Das zeige ich euch jetzt.
ärgerlich. Es fehlt einfach was. Ich könnte mir richtig in den Arsch beißen, aber man weiß es nie. Jetzt weiß ich genau, dass ich gute 2 Kubik brauche. Und dann ist das Thema erledigt. Jetzt fehlt noch das Stückchen, aber da muss ich ein bisschen nachbestellen. Das ist egal. So, jetzt packen wir den Rasenrakel aus und verteilen mal die ganze Chose, weil das ist so krass. Der Rasen ist so trocken. Da reicht nur noch ein bisschen und der Sand ist schon wieder weg, ey. Abartig. Also immer sanden oder topdressen, wenn es warm ist. Ja, und Sonnenschein ist, dann passt es am besten. Also viel Spaß beim Weiterzuschauen. So, Friends, also die Arbeit ist endlich fertig. Ihr seht, es gibt noch ein paar Stellen, da ist mehr Sand. Also ist dort eine Kuhle gewesen, deswegen sieht man noch ein bisschen Sand. Vielleicht hört ihr es ja im Hintergrund, dass da ein bisschen der Rasensprengler läuft. Ich versuche jetzt alles ein bisschen einzuwässern. Vor allem wird es jetzt die nächsten Tage richtig, richtig heiß. Das heißt, wässern, wässern, wässern und dem einfach meine Ladung Wasser geben, ganz wichtig. Und ich gucke, dass ich vielleicht noch nicht Bodenaktivator, sondern Perlhumus nochmal eine Ladung drauf schmeiße, um einfach die Feuchtigkeit zu binden und die Regelung zu fördern. Also, ja, das Video ist schon wieder zu Ende. Wird, glaube ich, ein bisschen längeres Video. Also für euch ganz, ganz wichtig, zieht euch das komplette Video rein und lasst auf jeden Fall hier, ja, ein Abo da und lieber auf diesem Kanal, damit auch ich ein bisschen Futter kriege, weil diese Videos mache ich aus Fun und Hobby für euch, für meine beste Community. Also gerne ein Abo da lassen und wenn du Bock hast, mich jeden Tag zu erleben, jeden Tag einfach rasen, ja, kannst du gerne hier, ich weiß nicht, jetzt ist es hier, glaube ich, ja, auf Instagram gehen oder hier, ja, und gerne dort ein Abo lassen. Und das habe ich vergessen, in meinem letzten Video zu sagen, freitags immer um 20 Uhr ist ein Livestream auf Instagram. Also gerne reinschauen und ein bisschen schnacken. Ich will dich kennenlernen, ja, und wissen, wer du bist. Und dann können wir ein bisschen talken, ja. Es ist Lawn Bro Time.
Also, und in dem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Ja, ich bin total am Sack. Bis nächste Woche. Ciao, euer Ugo. Tschüss.